Ich mache mit euch mal einen kleinen Gartenrundgang. Wer das Video von letztem Jahr gesehen hat, der wird sich bös erschrecken. Aber ich finde es alles gar nicht so schlimm, sondern viel, viel schöner als letztes Jahr. Und ja, wir fangen mal hier vorne an. Hier stehen meine Minzen. Die sind noch von letztem Jahr. Und die sehen gar nicht mal so furchtbar schlecht aus. In diesen Kästen war ja so probehalber so Wurzelgemüse drin und sowas. Das hat natürlich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen haben wir da letztes Jahr noch Blümchen reingepflanzt. Und die sind irgendwie über den Winter gekommen und blühen. Finde ich total schön. Ja, hier stand ja eine riesengroße Thuja-Hecke, die ist weg. Dafür hat unser Nachbar solche hübschen Stellwände hingestellt. Finde ich gar nicht schlecht, weil die sind wesentlich niedriger als die Hecke und jetzt kriegen wir mehr Licht. Dann haben wir hier, wo wir ja unser Gemüsebeet hatten und hier vorne unser kleines Gewächshaus, das ist nämlich dann zusammengefallen. Dann haben wir hier drei Hochbeete hingestellt, die haben einen Meter mal einen Meter. Und auf dem ersten ist auch ein Frühbeet und da ist schon ganz viel drin. Heute habe ich das erste Mal Stielmus geerntet. Hier vorne steht Flücksalat. Da haben mir das da die Schnecken weggefressen, aber jetzt sind keine mehr drin. Die haben wir alle abgesammelt. Da hinten kann ich schon das zweite Mal den Rucola abmachen. Dazwischen steht Mangold und Mini Pak Choi. Alles viel zu eng, ich weiß, aber ist ein Versuch oder das erste Mal dieses Jahr und wir gucken, was wir so gerne mögen und dann werden wir da nächstes Jahr oder jetzt im Sommer oder Herbst, werden wir dann was anders machen. Meine Taglilie kommt so langsam. Hier habe ich Blümchen hingestellt und ein paar Kräuter. Im zweiten Hochbeet auch alles viel zu eng, aber trotzdem wunderschön. Mein Knollenfenchel, der ist also echt riesig geworden und dazwischen auch noch, wenn man das so sehen kann, Kohlrabi. Und die sind auch wirklich schön. Und Wurzelpetersilie, also nicht Wurzelpetersilie, Knollenpetersilie. Und hier steht noch ein Dill. Hier habe ich noch gerettet aus dem großen Beet von letztem Jahr so ein Schnittknoblauch. Und da steht noch ein Bohnenkraut. Das ist aber auch nicht mehr so wirklich schön. Naja, vielleicht kommt es noch. Hier habe ich auch alles Mögliche drin. Einmal hier ganz rechts, das ist Haferwurzel, Möhre, da habe ich Knoblauch dazwischen gesetzt. Hier ist eigentlich Schwarzwurzel, da kommt aber nichts. Das ist rote Beete, da kommt Pastinake, da sind Mairübchen und da hinten sind Radieschen. Da haben wir schon welche geerntet, steht auch alles viel zu eng, trotzdem schön. Wie gesagt, hier das kleine Beet, unten die Wege, da wird rechts und links dann einfach noch mit Rindenmulch aufgefüllt. Hier ist das Tomatenhäuschen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand aufkriege. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ich wusste es. Da mal so reingucken. Da stehen vier Tomaten und zwar zwei Sorten. Historische, einmal die ich letztes Jahr hatte, die gelbe kleine Mirabelle und auch die schlesische Himbeere von letztem Jahr. Und da ist eine Roma-Tomate und eine, da muss ich jetzt gerade mal selber doof gucken, Kolumbien. Das ist eine rote, kann man nicht lesen, ne? Rote Wildtomate, sehr würzig, lange Rispen mit vielen Früchten, nicht entgeizen. Möglicherweise aus Kolumbien. Naja, schauen wir mal. Wir gucken mal, was wird. Hier dieses Häuschen, mache ich euch nachher noch ein Foto rein. Ich glaube, das kann ich gleich offen lassen. Das Häuschen ist mir beim Sturm einmal schon mal weggeflogen. Dann haben wir hier mittendrin ein Stangenbohnenbeet fertig gemacht, weil das auf der anderen Seite, nämlich das war ja vorher da, überhaupt nichts gebracht hat. Aber da ist noch nichts drin. Das kommt auch noch. So hoch soll es mal werden. Die beiden Haselnussbüsche kommen da noch rein. Das wird noch glatt gemacht. Da kommt noch ein Gartenhäuschen hin. Die Bank kommt leider weg. Die ist nämlich hin. Dann haben wir hier ganz viele Sachen gepflanzt. Und zwar ist das hier eine Felsenbirne.
Dann haben wir hier diese kleinen, das sind so kleine Büsche, die werden nur 30 cm hoch. Das ist die Mesimaya Thaya. Die blüht auch schon. Kann man das überhaupt so sehen? Ja, die blüht auch schon und die Blüten sollen nach Marzipan duften. Ich bin mal ganz gespannt. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich echt. Ach ja, eine Karamellbeere. Dann nochmal Mesimaya. Dann eine Stachelbeere. Und die hat echt Stacheln. Wenn man sich das so anguckt, finde ich das gar nicht so witzig. Aber mein Schätzelein mag Stachelbeeren. Also kriegt er seine Stachelbeeren. Mesimaya. Dann haben wir hier eine Fliege in der Nase. Dann haben wir hier noch was. Man muss ja auch echt noch mal gucken. Ne, das ist die Karamellbeere. Was war denn das dann da hinten? Ich muss mein Schätzelein fragen, weil da steht nämlich nur irgendwie drauf, wie die Sorte heißt. Hi, peinlich. Egal. Dann haben wir hier zwei neue Kamtschatka-Beeren gepflanzt. Und die alte ist noch im Topf, weil die wollte ich jetzt während der Blüte nicht einpflanzen, beziehungsweise aus dem Topf holen. Und siehe da, da kommen die ersten Bärchen. Und dieses Jahr haben wir wirklich einiges dran. Das Doofe bei den Dingern ist nur, dass die wirklich irgendwie alle nicht alle auf einmal, sondern alle nacheinander so schön fertig werden. Ja, dann haben wir hier unser Kartoffelprojekt. Und zwar ist in diesem rosanen Topf eine rote Emaille oder Emaille. In dem blauen Topf sind blaue St. Galler. Also ein Hügelchen sind schon drauf. Wird wohl irgendwann das Grün durchkommen. Was hier in dem orangenen Topf ist, das ist, ich sag mal, die Supi. Weil die ist einfach nur aus dem Supermarkt eine gekeimte Kartoffel. Ich weiß nicht mehr, was das war. Dann in dem großen Topf hier sind noch mal, also jeweils eine von diesen drei Kartoffeln drin, weil ich die noch übrig hatte. Und dann habe ich noch welche nachgekeimt. Die sind hier drin, die habe ich aber auch letzte Woche erst da reingepackt. Deswegen kommt da noch gar nichts, das dauert noch. Diese ganzen Töpfe, die sind dann irgendwie irgendwann auch weg jetzt, weil hier kommen noch so Pflanzsteine hin und dann, damit die Terrasse mal ein bisschen weiter. Unsere Bananen sind leider über den Winter kaputt gegangen. Es kommt hier oben sowas raus, aber es tut sich nichts. Also es ist jetzt schon seit 3 Wochen so. Da unten kommen zwar Sprösslinge hoch, aber irgendwie finde ich das nicht mehr so wirklich schön. Ich denke mal, das kommt weg. Dafür ist dies Jahr meine Hosta total schön. Ja, und die Lilientöpfe, die kommen dies Jahr auch weg. Da muss ich was Neues reintun. Der Seidenbaum, der soll dann in den großen Topf. Naja, wie man sieht, es tut sich nicht viel. Dafür sind die Iris wunderschön geworden. Jo, wenn man dann sich hier rumdreht, das ist unsere neue Errungenschaft. Ein Muscat Bleu. Das ist eine Weinrebe, die wir vor 3 oder 4 Wochen auf Schloss Thürnig gekauft haben. Ja, bei der Biogartenmesse. Und man schaue und staune, das Ding blüht schon. Also kriegt schon Blütenansätze, finde ich toll. Freue ich mich furchtbar drauf, gibt wahrscheinlich 20 Milliliter Weinchen. Ja, unsere Waldrebe, also die Clematis, die kommt dann auch raus. Das muss ganz dringend einen größeren Topf haben, das Ding. Und meine Fuchsien von letztem Jahr, die haben den Winter überstanden und kommen wieder. Da freue ich mich drüber. Ja, das war der kleine Gartenrundgang in unserem fürchterlich unaufgeräumten, zumindest teilweise unaufgeräumten Garten. Und wie gesagt, es sieht ganz anders aus als letztes Jahr. Aber wir freuen uns, heute gibt es Stielmus.